Hallo, ich heiße Nicole. Ich werde mich über deutsche Feiertage unterhalten. Heute spreche ich über Maria Lichtmess. Maria Lichtmess heißt auch Candlemas, Maria Reinigung, das Fest der Darstellung des Herrn und Maria Kerzenweihe. Es ist jedes Jahr am 2. Februar. Es ist ein katholischer Feiertag. Amerika hat eine ähnliche Tradition, die auf Maria Lichtmess basiert. Es ist Groundhog Day geheißen. Deutsche Immigranten in Pennsylvania stellt die Tradition in den 1840 Jahren vor. In Amerika benutzen wir das Murmeltier. In Deutschland benutzen sie das Igel. Beide Feiertage benutzen Tiere und Wetter, die voraussagen, wann Frühling kommt. Eine andere deutsche Legende, die Sieben Schläfer heißt, benutzt eine Haselmaus. Maria Lichtmess ist ein Festtag. Es gedenkt die Reinigung von Jungfrau Maria. Es gedenkt auch, Jesus zum Tempel in Jerusalem gehen. Es ist nachdem die Kerzenbeleuchtung Romas geheißen. Kerzen auf Maria Lichtmess gesegnet sind. Es ist auch eine Feier, die Wintersonnenwende. In Amerika wird Maria Lichtmess von den Pennsylvania Deutschen gefeiert. Dieses ist die Grünsau-Häuschenfeier. Im Ersten Weltkrieg wurden Häuschen gemacht. Dieses zu den Pennsylvania deutschen Dialekt zu speichern. Es ist ein Fest, das auch am 2. Februar gehalten. Nur Pennsylvania Deutsch sprechen und deutsche Nahrungsmittel auf Pennsylvania essen. Es ist eine Reaktion zu den antideutschen Gefühlen in Amerika gewesen. Es konserviert auch den Dialekt und die Traditionen von Pennsylvania Deutsch. Es gibt Bauernregeln für Maria Lichtmess. Sind hier zwei. Ist zu Lichtmess mild und rein, wird's ein langer Winter sein. Und wenn's an Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit. Ist es aber klar und hell, kommt der Lenz wohl nicht so schnell. Ich hoffe, dass Sie mein Blog genossen. Meine Quelle sind hier. Tschüss! Als nächstes, ich spreche über Fasching.